Diorit haben wir uns geholt. Natürlich mit unserem schnellen und effizienten Aufzug. So, dass wir hier schön weiterbauen können. Da muss ich halt dran denken, dass da unten noch Redstone ist, ja? Wenn es mal vonnöten, wenn ich es mal vonnöten habe, dass ich da dann dran denke. Eieiei, die sind ganz schön aggressiv, diese Bienen. So, zu. Soll mich nicht mal nerven hier. Ich war da gar nicht so nah dran. So. Aber, ja, was soll's. Ich gebe mir Mühe, wie immer, hier auch Röhren zu bauen. Das sieht bisher, denke ich, ganz ordentlich aus. Soweit. Und das kriegen wir auch wie immer recht zuverlässig hin. Also nee, hier können wir eigentlich einen Cobblestone lassen. Brauchen wir aber trotzdem ein paar Slabs. Weil ich möchte hier Slabs haben. Haben wir noch eine Spitzhacke? Ja, klaro. Gut, also hier kommt es hin. Und da kommen Slabs hin, damit wir die... Moment, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Da nicht. Da nicht, da habe ich keinen Bock drauf. So. Das sollte eigentlich genug Space sein für unsere Kisten. Wir haben hier jetzt 3, 6, 9, 12, 12 für 24 Kisten haben wir hier dann Platz. Das ist schon ganz ordentlich. Und hier müssen wir noch eins raus. So, oder? Jawohl. Und hier müssen wir auch noch eins raus für den Boden. Und dann noch für die Wand. Noch mal eins raus. Ich finde es relativ wichtig, dass man so ein Vorratsareal hat. Weil dann kommt man nicht in die Bredouille, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit seinen Sachen. Und an diesen Punkt werden wir irgendwann kommen. Greifen die schon wieder an. Die Bienen sind übelst hier. Muss ich echt mal sagen. Bin ja froh, dass ich nicht draufgegangen bin gerade. Alles schön machen.
Und dann haben wir später nämlich mehr Freude. Also zumindest geht es mir so. Wenn ich schön gebaut habe, dann macht mir das mehr Spaß. Weil ich dann eben... ja, ich schaue das an und denke mir einfach, boah, cool gemacht. Hast du dir Mühe gegeben? Na, verpeilt. Ups. So soll das sein. Okay, bis hier. Mach mal zu. Hey, heute ist wieder Federteufel drin. Platz machen. Weil die Rückseite muss ja natürlich auch schön aussehen. Oh nein, 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 nein. Nein! Diese Viecher. Ich hasse sie. Und hier sind noch mehr. Wirklich, wenn es... Was ich abgrundtief hasse, sind diese Biester. Und diese Geräusche, Alter, so ein Schmutz, Schmutz. Nickel-Ohr und Lapis. Das gönnen wir uns. Yeah. Dann hierzu, dazu, dazu, dazu. Zwischen rein. Achso, da müssen wir auch noch wegmachen. Da ist auch einer. Das sind auch welche. Die sind irgendwo anders hingespawnt. Das soll mir aber recht sein. Braucht die nämlich nicht unbedingt. Oh, scheiße. Ach, diese Geräusche. Muss das denn sein? Gut, alles soweit fertig hier. Und dass ihr jetzt wirklich seht, wie das aussehen soll, muss ich noch schnell was holen. Ich hoffe mal, ich habe genug. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel ich genau brauche. Aber schon einiges. Da regnet es. 55 Holz haben wir.
Halt, warte, wir haben doch hier. Cooler Aufzug. Ey, ich feier ihn. Das sieht nämlich dann schon sehr fein aus. Bin ich zumindest der Ansicht. Ja, ihr könnt ja gerne eine andere Ansicht sein. Ja, wenn es euch auch gefällt, dann, ja, schaut doch einfach mal rein. Gebt ein Like oder so. Ja? Schön hier. Schöner Gang. Ah, da müssen wir eigentlich... Eigentlich wollte ich nicht, aber wir müssen. Wir müssen noch eins in die Richtung. Weil sonst sind wir nicht symmetrisch. Und das geht mal gar nicht. Also wenn, dann wollen wir schon perfekt bauen. Das wird großartig. So. Ich guck mal gerade. Wie kriege ich denn den doofen Waypoint hier weg? Werde ich mich mal informieren müssen. Okay, wir müssen ihn schon irgendwann entfernen. Aber mir fällt gerade ein, der kommt eigentlich gut. An dem Punkt müssen wir nämlich sowieso noch einen Pfosten reinmachen. So, unser erster kleiner Raum ist dann somit soweit schon mal fertig. Aus dem restlichen Holz machen wir jetzt noch ein paar Kisten. Irgendwie hat sich das wieder verspult. So. So, und jetzt versteht ihr auch, weshalb da oben die Slabs sind, damit ich nämlich die Kiste aufmachen kann. Ja? Krasse Idee, gell? Ja, ich weiß. Danke. Und dieser Storage Room, der sollte eigentlich reichen, um so ziemlich alles, was ich hier unten finde. Hier machen wir noch was, hier machen wir noch was. Ist ja nie ausgebaut hier in Minecraft. Ja, das ist ja das Krasse daran. In Minecraft gibt es immer was zu tun. Crafting Table hin und ups, außenrum 3 ein paar Furnisse. Haben wir nämlich genug Space dann auch, um hier Zeug zu braten.
Solange wir hier unten tätig sind. Jo, richtig cool. Würde ich sagen. Möchte ich behaupten. So, wo haben wir noch eine Fackel hier? So sieht es aus. Ist immer schön, wenn man einen Teil schon mal abgeschlossen hat. So, wir werden uns jetzt aber schon wieder verkrümeln nach oben. Eins würde ich gern wissen. Item Frame. Leder und Stöcke. Wir haben 4 Leder. Nicht vergessen. Redstone sollte man genug haben. Ja. Gut, jetzt erstmal von hier unten. Ich hoffe mal, wir haben gleich Tag. Sieht so aus. Wir kommen schnell hoch durch die Stufen. Und wir kommen mega schnell runter durch unseren Schacht. Dann steht eigentlich allem nichts mehr im Wege. So. Alles immer schön einsortieren, ja? Ups, nee. Erde habe ich irgendwie, ich weiß noch nicht warum, habe ich da drin. Aber so ist es halt im Moment. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Flamme sei ein Zombie. Mal kurz auch ein bisschen unsere Felder abernten. Unser Feld. Singular. Oh, das gibt so viel Zeug. Ja, können wir gar nicht alles mitnehmen. Das war's aber, glaube ich, jetzt. Boah. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Wir müssen sofort nochmal eine Kiste machen. Jo. Weil ich glaube, die Kiste hier wird nicht mehr lange reichen. Holz brauchen wir. Ein bisschen Platz. Gut. Die Kiste packen wir jetzt einfach mal irgendwo hin. Einfach mal neben das Haus, was soll's. Hauptsache, wir können das ganze Grünzeug hier mal einsortieren. So, warte, den Seed tun wir mal. Ja doch, den tun wir auch da rein. So, Äpfel, das Zeug, alles da rein und dann können wir uns in der nächsten Folge mal um Cooking for Blockheads kümmern. Cooler Mod, wie gesagt. Ja, halt, da liegt noch Seeds rum. Coffee Seeds. Cooking for Blockheads werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Dazu müssen wir einiges Zeug beschaffen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.